Anlässlich des 90. Geburtstages und des 20. Todestages Friedrich Dürrenmatts luden Studenten der Germanistik am 19.01.2011 ins Literaturhaus Magdeburg. In einer Mischung aus Lesung, Schauspiel und Medienpräsentation begleiteten die Studenten ihr Publikum durch das Leben und Werk des Schriftstellers, Dramatikers und Malers. Bei der Generalprobe wurde der Aufführung noch der letzte Schliff verpasst, um dem großen Vorhaben gerecht zu werden. Das Konzept ging auf. Die Einladung zum Selberdenken wurde dankend angenommen. Ein gelungener Abend und ein großer Denker bleiben in Erinnerung. Dies ist der Dichtung Bester Schluss.